ähnlich wie beim Schokokuchen, rauchen wir das Ganze hier. Aber ey, Freunde, da kommt Rauch. Es kommt auch Oreo-Geschmack. Kann man Oreos in der Shisha rauchen? Ich bin Felix, ich mache seit 9 Jahren Shisha-Tabak und heute finden wir genau das heraus. Nachdem wir das Ganze hier jetzt auf einen ansatzweise Shisha-typischen Schnitt gebracht haben, damit wir das Ganze auch rauchen können, kommen jetzt alle Zutaten dazu, so als wäre das hier nicht Oreos, als wären das nicht Oreos, sondern richtiger Tabak. Also ich meine das hier wirklich ernst. Langsam nehmen die Oreos das Aroma auch richtig schön auf und es wird langsam matschig. Also das kann tatsächlich funktionieren. Jetzt am Ende geben wir noch Glycerin dazu, damit das Ganze auch vernünftig raucht oder auch ordentlich was rauskommt. Also am Anfang dachte ich nicht, dass das wirklich funktionieren kann, aber jetzt nimmt das Ganze wirklich Gestalt an und ich habe gute Hoffnung, dass es wirklich funktionieren könnte. Also das sieht jetzt etwas überfeucht aus, mit etwas groben Stücken drin, aber das kann funktionieren. Rauchen wir das Ganze hier. Von der Konsistenz, ähnlich wie beim Schokokuchen. Das ist jetzt besser geworden, das ist deutlich fester alles. Wird ein bisschen eklig, aber ich kann damit den Kopf bauen. Also es funktioniert. Da hast du so ein bisschen diese crunchy Oreo-Stückchen drin mit sonst etwas flüssigerer Konsistenz von dieser Creme, die da drin ist. Es ist schon eine matschige Angelegenheit. Ich baue den Kopf extra etwas tiefer, dass das Ganze hoffentlich nicht so krass hochkocht. Ja, schön die Ränder abwischen. Boah, das wird eine matschige Angelegenheit, aber könnte laufen. Jetzt lassen wir das Ganze erstmal warm werden und schauen dann, wie es performen wird. Okay, Freunde, da kommt jetzt schon gut Rauch. Das ist besser als gedacht. Du hast so eine klebrige Süße am Mund. Wahrscheinlich, weil da so viel Zucker drin ist. Du schmeckst das Pfirsicharoma raus. Es funktioniert deutlich besser als gedacht. Ich hätte nicht gedacht, dass die Oreos das so gut aufnehmen. Was man sagen muss, trotzdem, boah, habt ihr den Rauch gerade gesehen? Das Problem ist so ein bisschen, der kocht hoch, deswegen ist der Durchzug nicht perfekt. Aber ey, Freunde, da kommt Rauch, es kommt auch Oreo-Geschmack. Gemischt mit Pfirsich-Minze, natürlich weirde Kombo, ja. Aber ey, das schmeckt, ich will nicht sagen vollmundig, aber du hast schon so eine Art vollen Geschmack. Es kommt Rauch, du schmeckst das Pfirsicharoma, aber du schmeckst die Oreos so ein bisschen, das schmeckt nicht so richtig rund, nicht so richtig geil. Bisschen wie verbrannte Schokolade. Wahrscheinlich halten die Oreos einfach der Hitze nicht stand. Die haben hier fast 600 Grad in dem Shisha-Kopf von der Kohle. Aber es funktioniert, man kann Oreos rauchen. Ist nicht das Allerbeste, aber ey, es kommt viel, viel, viel mehr Rauch und Geschmack, als ich das dachte. Lass mal noch in den Kopf schauen. Hier sind wirklich
Oreos drin. Und jetzt sieht man, weshalb der Durchzug schlecht war. Es ist ein bisschen hoch gekocht. Also sieht doch echt weird aus. Aber ja, hat funktioniert, Freunde. Hättet ihr das gedacht? Einfach Wahnsinn, wie gut Oreos rauchen können. Komme ich drauf klar.